Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist bei mir mal wieder eine sehr sehr unbekannte Box eingetroffen, die aber durch YouTube schon relativ bekannt geworden ist. Und zwar rede ich von der Beauty.at Box und ich bin echt gespannt, was wir jetzt hier im Frühling drin haben werden. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Beauty.at Box ist eine Box, die einfach so mal irgendwie erscheint. Ich glaube, Beauty.at ist auch irgendein Magazin, was ich persönlich aber nicht kenne. Und immer wenn ich sehe, dass sie online ist, wenn ihr mir das zum Beispiel schickt, weil das macht ihr super gerne, was ich so lieb von euch finde, dann reposte ich das auch super gerne auf Instagram. Also falls ihr sowas nicht verpassen wollt, dann folgt ihr mir sehr, sehr gerne. Ich heiße dort AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Denn die Box ist halt immer super schnell ausverkauft. Das ist echt crazy. Wir haben dieses Mal auch wieder einen krassen Warenwert drin. Und zwar, die Sonne kommt raus, 220 Euro. Wow, wir zahlen 39,90 Euro für die Box. Und wenn du das nach Deutschland schicken lässt, kostet das 8 Euro Versand. Was nicht wenig ist und dadurch die Box ja auch relativ hochpreisig ist. Aber ich habe gerade meinen Tisch gehauen, der arme Tisch. Und aber wir haben hier halt immer krasse Sachen drin enthalten. Und ich bin auch sehr gespannt. Es wird immer auch auf der Homepage gespoilert. Ich muss aber gestehen, dass ich es vergessen habe. Ich glaube, irgendwas von Giorgio Armani soll hier auch drin sein. Ich glaube, ein Lippenprodukt. Ansonsten weiß ich es nicht mehr. Ich würde sagen, ja, hier rappelt irgendwas. Ich habe Angst, dass irgendwas kaputt gegangen ist, aber ich hoffe nicht, ne? Wir haben hier einmal den Blick in die Box, wenn wir das Ganze einmal öffnen. Hier oben stehen, glaube ich, auch nochmal die Produkte drin. Und wir gucken uns gleich auch mal an, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Denn das gibt es mittlerweile sogar. Und ich mache mal das Seidenpapier auf. Oh Gott, das riecht gut. Das riecht hier frisch blumig raus. Oh, aber es ist eigentlich ganz gut eingepackt. Wir haben ja auch immer super viele Werbeflyer hier drin, ne? Wir haben ja auch Foodprodukte manchmal drin enthalten und auch Nahrungsergänzungsmittel. Da müssen wir mal gucken, was da denn so ist, ne? Wir schauen uns das gleich mal in Ruhe an. Wir haben hier keinen wirklichen, ne, das sind DIN A4 Zettel, was irgendwie zwei DIN A4 Zettel beidseitig bedruckt. Über die Produkte einfach ein paar Informationen. Die Preise suche ich euch aber tatsächlich online raus, ne? Und verlinke die Produkte auch unten in der Infobox. Und ja. Unbändige Lust auf den Frühling. Jetzt gucken wir uns mal das Editorial an. Und ich habe hier natürlich Timestamps, kannst du weiterhüpfen, wenn dir das nicht, wenn dich das nicht interessiert. Wir lieben den Frühling. Mit ihm kommen frische Farben, innovative Beauty-Produkte und neue, coole Looks. In unserer Spring Beauty Box haben wir den Frühling für Sie eingefangen mit prickelnden Düften, kostbarer Gesichtspflege, Körperpflege zum Wohlfühlen und vielerlei Feines für Haut und Haar. Wir bringen Sie auf den Geschmack mit wertvollem Mohnöl und Gänsehaut-Feeling made in Austria. Mohnöl, okay. Entdecken Sie den Frühling in Ihrer neuen Beautybox. Ja, also Thema ist Frühling, ne? Die Produkte sind hier, falls man nicht unbedingt weiß, was es sein sollte, auch nochmal beschrieben, was ich cool finde. Und wir starten mit allerhand Flyern, glaube ich, ne? Skin Beauty Products, Love My Skin, weil deine Haut etwas Besonderes ist, habe ich hier einmal einen Flyer mit drin enthalten. Eine Leseprobe, Handrad, was? Handrad, tatsächlich. Oder Handrad, keine Ahnung. Martina Parker, ein Gartenkrimi. Ja, ist ganz süß. Leseproben finde ich okay. Ne? Ich persönlich bin halt eher Fan davon, ein ganzes Buch zu haben oder so. Aber die können ja nicht hier komplette Bücher reinpacken. Das habe ich bei der Pinkbox mal gehabt. Da hatten die ein komplettes Buch reingepackt. Das fand ich cool. Dann haben wir hier etwas, das ist in, aber ich verwende es nicht, Nagelfolien selbstklebend, Avoa Beauty. Beauty Made Easy, 16 Folien sind hier drin enthalten. Ich mag es einfach irgendwie, mir die Nägel selber zu lackieren. Das ist auch ein schöner Ton. Da könnte man theoretisch auch die Nägel nochmal überlackieren, weil das so ein Rosé-Ton ist, ne? Also wie gesagt, per se ganz schön, au. Aber ich verwende es halt nicht. Ist nicht ganz so meine Welt. Dann haben wir hier... Oh, nee, die sind alle, oder? Sind die alle heile geblieben? Nee, eine ist aufgegangen. Hä? Aber wo ist die kaputte Ampulle? Die. Die hier ist aufgegangen, deswegen fühlt sich das alles auch sehr, sehr ölig an. Oh je, oh je, oh je, das ist natürlich schade. Ampullen haben wir hier drin von Maurice K. oder Maurice K. Beauty. Sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ampullen hier drin enthalten. Wie gesagt, an und für sich total schön. Schwierig aber nur, dass, dass das Ganze dann so ein bisschen auseinandergeflogen ist, ne? Weil hier ist eine Ampulle, die hat halt keinen Kopf mehr und der Kopf ist... Hier an der Seite, genau. Schade Schokolade. Ist halt immer ein bisschen schwierig, sowas zu versenden, aber es ist schön in so einem Organza-Säckchen. Wir haben hier drin Stem Cell Ampullen, also Stammzellen Ampullen. Triple
Moist Hyaluron Ampulle. Dann die Eye and Lip Ampulle, die ist leider kaputt gegangen. Dann, achso, das sind wirklich 7 verschiedene Ampullen, das ist natürlich cool. Rappel, es ist halt Glas, ne? Werde ich mal nach und nach durchprobieren. Also, da scheint auch irgendwas hier mit Vitamin C auch drin zu sein und so. Das ist cool. Ich hoffe nur, dass die anderen Produkte nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber ich lege mir das zur Seite und werde das dann auch verwenden. Hier steht auch irgendwas mit dabei. Eigentlich wollten die eine Gesichtsmaske mit dabei packen. Liebe Fans der Beautybox, es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Glorious Collagen and Hydro Mask von Corona-bedingten Lieferschwierigkeiten betroffen ist und es leider nicht in ihre Box geschafft hat. Ja, shit happens, ne? Als kleine Entschädigung gibt es 4 weitere Beauty-Ampullen für einen strahlenden Start in den Tag. Euer Maurice K. Beauty Team. Okay, also das scheint dann eigentlich so geplant gewesen zu sein, dass man 3 Ampullen und eine Maske drin gehabt hätte. Aber so haben wir halt eigentlich insgesamt 7 Ampullen, was ich schön finde. Und meine Hände fühlen sich jetzt auch sehr schön geschmeidig an. Dann habe ich hier etwas drin enthalten von Shiseido. Future Solution LX Legendary NMI 5ml Ultimate Luminance, also ein strahlkraftgebendes Serum mit 5ml. Wir haben öfters hier was in der Beautybox oder Beauty.at-Box enthalten, was sehr hochpreisig ist, aber dafür halt eine kleine Größe, was ich nicht schlimm finde. Ne? So kann man das ausprobieren, ob das Gesicht das verträgt. Und 5ml ist eigentlich für ein Serum auch vollkommen in Ordnung, gerade wenn das halt so eine sehr hochpreisige Marke ist. Shiseido ist super teuer. Und ja, ne? Dann kann man das auf jeden Fall gut ausprobieren. Das sieht schön aus. Wirklich, also dieser Deckel ist ja schon allein so holographisch. Ja, die Sonne kommt jetzt raus. Ich möchte heute die Jalousien nicht runter machen. Ich drehe extra heute ein bisschen eher, dass die Sonne nicht so frontal ist, sondern nur so ein bisschen reinkommt. Ne? Dann habe ich hier eine Handcreme drin von Gerlazan. Feuchtigkeitsspendend, hautschützend, schnell einziehen zur täglichen Pflege der Hände. Eine Limited Edition mit 50ml. Handcreme kann ich jetzt aktuell sehr gut gebrauchen. Ich bin oben am Renovieren und wenn ich mit dem Tapezieren, Streichen und so weiter fertig bin und das Zimmer oben ordentlich eingerichtet habe, gehe ich auch endlich wieder ordentlich in den Garten und da kann ich mit meinen Händen im Dreck wühlen. Das heißt, meine Hände machen aktuell ziemlich viel mit, aber der Nagellack hält übrigens sehr erstaunlicherweise. Finde ich ziemlich cool, ne? Es sind unterschiedliche Marken, unterschiedliche Farben, wisst ihr Bescheid. Ja, genau, Handcreme, sehr gute Geschichte. Die Marke sagt mir aber so gar nichts. Die Marke sagt mir aber was, und zwar ist das Louis Widmer. Auch die finden wir öfters in dieser Box. Eine Anti-Age-Nachtcreme haben wir hier drin enthalten mit Hyaluronsäure und Peptiden. Und das sind 10ml hier drin. Und ich glaube, Louis Widmer ist auch nicht günstig. Ne? Das dürfte auch in einem etwas hochpreisigen oder mittelpreisigen Bereich sein. Das ist jetzt nicht Luxus, aber es ist schon sehr teuer. Also eher so Douglas-Kategorie eingeordnet. Ne? Kleinen süßen Tiegel haben wir hier drin enthalten. Und da kann man mit den 10ml auf jeden Fall schön die Marke oder die Creme einfach mal ausprobieren. Sowas könnte vielleicht 1-2 Wochen halten. Ne? Bei mir auf jeden Fall als Nachtcreme. Und dann sieht man auf jeden Fall nicht unbedingt ein Resultat, aber man sieht, ob die Haut das verträgt. Und dafür finde ich das eigentlich ganz gut. So, das nächste. Ei, Sisley. Hair Ritual by Sisley. Das ist auch immer ziemlich teuer. The Cream 230 Restorative and Thermoprotective Action. Das heißt, du hast Hair and Scalp Care, also Haar- und Kopfhautpflege mit 15ml. Gut, das sind auch nur 1-2 Anwendungen, aber trotzdem halt mal zum Ausprobieren. Ne? Super teuer. Also Sisley, Hair Ritual by Sisley ist nicht günstig. Und da kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, ob einem das gefällt. Das Einzige, was meine Haare aktuell an Hitze-Konfrontation haben, ist die Sonne, weil ich meine Haare aktuell nicht föhne. Also das ist jetzt einfach hier gestern Abend Luft trocknen lassen. Und ja, ne, ab März mache ich das immer, dass ich halt Luft trocknen lasse. Genau, und das wäre dann halt, wenn ich so im Garten bin, ne, da knallt die Sonne ja ordentlich auf die Haare drauf. Und dann würde ich abends halt vorher das hier verwenden, um mal zu gucken, ob das so funktioniert. Die hatten wir jetzt schon in vielen Boxen auch immer mal wieder drin gehabt. Ich stelle ja auf diesem Kanal auch super viele Beauty-Boxen vor, deswegen manche Produkte kommen mir bekannt vor. Oder wir hatten das letztes Mal schon mit drin. Und zwar ist es von 4711 Remix Cologne Refreshing Tissues in 3 verschiedenen Sorten, Erfrischungstücher. Und die kannst du halt einfach nehmen. Da sind 10 Stück drin enthalten, wenn du ja, dich einfach erfrischen möchtest. Ich weiß nicht, ob das so als Deo zu sehen ist. Ich hatte die, die ich hatte, einfach weitergegeben. Würde ich jetzt mal so sagen, wobei du kannst es, nee, für die Hände, genau, to go für die Hände kannst du es nehmen, wenn du irgendwie unterwegs bist, du kannst damit dein Smartphone oder dein
hier Bildschirm so sauber machen scheinbar. Ist ja abgebildet nach dem Sport, kannst es verwenden im Auto, nach dem Essen oder vor dem Essen. Eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ich meine, dass ich meine weitergegeben hätte. Muss ich mal gucken, vielleicht kommt es auch ins Auto rein. Hier ist das Produkt, was ich eben auch schon im Kopf drin hatte. Und das kommt auf jeden Fall in meine Fullface Beauty Boxen mit rein. Wobei ich jetzt im März so viele Lippenprodukte in den ganzen Boxen drin hatte. Die sind alle ein bisschen ausgerastet, ne? Lip Power von Giorgio Armani Longwear Vivid Color Lipstick Stick in der Farbe 104. Hier sind 1,4 Gramm drin enthalten. Und das ist auf jeden Fall eine tragbare Farbe. Das sieht nach so einem bräunlichen Nude-Ton aus, den ich jetzt euch einfach mal auch zeigen kann. Ich finde das immer ganz cool, ne, wenn du dann auch so diese Luxus-Brands hier drin enthalten hast. Da hatte ich auch irgendwie mal einen roten, von denen habe ich, glaube ich, letztes Jahr leer gemacht, aber als Mini-Liquid-Lipstick. Ich glaube, den hatte ich auch in der Beauty.at-Box mal drin gehabt, ne? So schaut das Tönchen auf jeden Fall aus und ihr seht es jetzt auch hier schön bei Sonnenschein bzw. bei Tageslicht. Dann sieht man es eigentlich sogar ein bisschen besser, auch wenn ihr mich da nicht so gut seht. Und das ist mal eine tragbare Farbe. Das ist eine super schöne Alltagsfarbe. Das mag ich gerne leiden. Es ist dezent, ne? Aber so als Alltagstönchen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie rampampam viel raus willst oder so, sondern einfach nur irgendwas auf den Lippen haben möchtest, ist das super geeignet. Lip Power. Ja, gönnt ihr hart, ne? Finde ich schön. Wirklich, und auch wenn es nur ein kleiner Lippi ist, wie lange braucht man, um einen Lippenstift leer zu kriegen, finde ich das vollkommen in Ordnung. Da hast du nicht dieses super special Packaging, wie das halt in der Originalgröße wäre. Trotzdem, also ich finde es cool, dass das mit drin ist. Ne? Ein schönes Highlight-Produkt auf jeden Fall. Dann habe ich hier was von MAC mit drin. Und das dürfte manche von euch sehr glücklich machen, weil das ist so ein Parfümstick. Ice Touch nennt sich das. Hier sind 3 Gramm drin enthalten. Und sowas ist auch schön to go, weil du damit halt nicht die halbe Welt mit ansprühst, sondern wirklich nur dich selber damit parfümierst. Das hatte, glaube ich, auch, war das Essence oder Catrice, die das auch raus, Essence war das, ne? Die hatten das auch in der Limited Edition mit drin gehabt, als diese kleinen To-Go-Geschichten letztes Jahr im Sommer rausgebracht hatten. Und ja, das ist einfach ein Stift, sieht aus wie ein Lippenstift tatsächlich, aber es ist ein Stick, den du dir dann so auf die Armviecher geben kannst, hinter das Ohr, wo du dir theoretisch Parfüm hinsprühen würdest. Es hat so einen Unisex-Duft. Sehr aquatisch, nicht ganz meine Welt. Also ich werde den weitergeben. Wäre das jetzt irgendwie mit rosigem Duft oder mit blumigem Duft, wäre das mehr so meins gewesen. Aber man muss ja nicht alles mögen, ne? Scheint meiner Meinung nach auch eher eine Full-Size zu sein. Ach, guck mal, hier steht es auch hinterm Ohr, am Hals, auf dem Dekolleté, an den Arminnenviechern. Wie heißt das denn hier? Ne? Da halt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ist es eine ganz witzige Geschichte. Dann habe ich hier was von Neutrogena drin. Curcuma Clean, Clear, das hatte ich schon mal als Reinigungsschaum. Das habe ich gar nicht vertragen, leider. Das ist eine beruhigende Reinigungsmaske. Per se ganz cool, aber da ich ja schon diese Reinigungsschaumgeschichte nicht vertragen habe, bezweifle ich, dass ich das vertrage. Bei unreiner, sensibler Haut. Also für mich war es, wie gesagt, nichts von der von der Reihe her, deswegen wird das auch weiter wandern. Ich hätte mich aber sonst darüber sehr gefreut tatsächlich. 50 Milliliter sind hier drin enthalten und das ist doch mal eine schöne Geschichte, ne? Also wenn man es verträgt. Ich tue es nicht. Ich habe eine trockene, sensible Haut und bin da echt ein Sensibelchen, ne? Und da war auch ein bisschen was von der Ampulle jetzt natürlich dran. Ich hoffe, dass da nicht allzu viel... Ui, da muss ich mal gucken. Das hier ist nämlich von Sebamed, eine Pflegedusche, Mango und Ingwer. Die wird weiter wandern, aber ich hoffe, dass da nicht zu viel von der Ampulle reingegangen ist. Weil ich ja nicht so Mango und Ingwer als Duft in der Dusche für mich persönlich mag. Ich bin da eher so der blumige, fruchtige Typ. Nee, da scheint nichts reingelaufen zu sein. Und ich meine, dass ich die auch schon mal irgendwo mit dabei hatte. Das ist halt so ein großes Stück, ne? Ja, es ist nicht ganz so meine Welt. Also leider, ne? Deswegen. Aber Sebamed ist immer sehr hautfreundlich. pH-Wert ist 5,5, also so hautneutral und so. Also meine Mom könnte das richtig gut gefallen. Du sparst damit echt Ressourcen, du sparst damit Wasser, du sparst damit Verpackungsmaterial und so weiter, weil du hast hier halt ein Stück mit drin, was quasi zwei Flaschen entsprechen würde. 100 Gramm sind hier drin enthalten und das kann man sich am besten in so eine Seifenschale geben oder wenn du so ein Magnetvieh hast, das hatte ich mal in der Trend Raider Box drin, dass man das an die Duschwand oder so dran macht, ne? Und ja, also an und für sich ein gutes Produkt. Ich persönlich
mag den Duft halt nicht so gerne, leider. Also wäre das jetzt mit einem anderen Duft gewesen, hätte ich mir das gut vorstellen können, weil ich ja auch gerne diese festen Produkte mag, außer bei Shampoo, das ist gar nicht meine Welt. Es trocknet mir die Haare halt einfach zu sehr aus, die Kopfhaut und so, ne, das mag ich gar nicht gerne leiden. Aber ja, bei sowas, ne, ist eigentlich ganz cool. Dann haben wir hier etwas drin von Skin Beauty Products. Das ist halt von der Marke, wo wir auch schon Flyer drin hatten. Natural Bee Organic Serum in Oil mit Bakuchiol. Das ist das... die natürliche Variante zu Retinol und das zersetzt sich nicht so wie Retinol, wenn die Sonne drauf knallt. Das heißt, das ist nicht so sonnenempfindlich. Sanfte Regeneration, unreine und empfindliche Haut. Okay, das könnte für mich funktionieren mit Bakuchiol, Biomalve und Jojobaöl. Oder vertue ich mich da gerade? Doch Bakuchiol ist doch dieses natürliche Retinol, ne? Und ja, das schaut so aus. Und Bakuchiol hat aber nicht wie bei Retinol diese klärenden Eigenschaften. Deswegen wundert mich das gerade. Vielleicht ist die Biomalve dann für die unreine Haut zuständig, weil ne, eigentlich ist ja Retinol auch gut gegen Akne, was bei Bakuchiol nicht so der Fall ist. Keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Inhaltsstoffprofi. So schaut das aus. Und ja, ne, ist ein Serum. Das kann man sich dann auf die Haut aufgeben. Da bin ich gespannt drauf. Das werde ich mir auch zur Seite legen, dass ich das mal ausprobiere. Hat auch eine etwas... ja, ich glaube öligere Konsistenz, aber nicht ganz so ölig. Das heißt, die Blase, die hier drin ist, die bewegt sich gut. Ich will es ausprobieren, auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich lasse es aber in seiner Verpackung drin, nicht, dass da irgendwie wegen Sonne und so, weiß ich jetzt nicht. Aber ich möchte es ausprobieren. Das Serum je nach Bedarf mit der Pipette entnehmen und auf Gesicht und Hals träufeln, anschließend mit den Fingerspitzen vorsichtig einmassieren, am besten täglich abends nach der Reinigung oder einem Peeling auftragen. Bei regelmäßiger Anwendung spürbar feineres und reineres Hautbild. Okay, das ist eher für abends dann auch empfohlen worden. Ne, dann würde ich das auch eher abends verwenden. So, weiter geht die wilde Reise. Physical Nation haben wir hier drin, eine Mascara. Das ist ja richtig cool. Die haben eine Kooperation mit beauty.at auch tatsächlich gemacht und haben hier auch noch einen 10% Rabatt. We Love Beauty 10 ist hier nämlich die Geschichte, steht hier hinten drauf, also der Code, der bis zum 30.06. gültig ist, wenn du das halt bei physicalnation.com eingibst. Und das kommt auch ins Full Face Beauty Box mit rein und da bin ich ja mal sehr gespannt, wie die Mascara so aussieht. Oh, die ist schön. Die ist so matt von außen und da ist richtig viel Produkt drin. Ne? Da sind 10 Milliliter drin enthalten. Das ist echt viel. Und dann gucke ich mir mal das Bürstchen an. Das würde mich ja mal interessieren. Okay, wir haben so ein... Puh, das riecht nicht gut. Das stinkt schon ein bisschen nach Mascara, ne? Muss man wissen. Das ist eher so ein kegelförmiges Bürstchen, so ein tannenbaumförmiges Kunstfaserbürstchen. Hat oben an der Spitze sehr viel Produkt dran, ne? Aber ich bin gespannt. Das kommt, wie gesagt, in Full Face Beauty Boxen und dann schauen wir uns das einfach mal zusammen an, wie das so funktioniert. Die Verpackung dazu brauche ich dann eigentlich nicht mehr. Nö, dann nehme ich die Mascara einfach so und freue mir einen Keks. Finde ich geil. Ich finde es immer schön, wenn ich auch so dekorative Kosmetik in Boxen finde, sodass ich die dann auch mit euch direkt ausprobieren kann. Und hier hoch haben wir noch was, was so dermaßen krass eingepackt ist. In einer richtig geilen, finde ich richtig geil, Verpackung. Kann ich super weiterverwenden. Das ist was zu essen. Und zwar ist das Mohnöl, was angekündigt war. Und kaltgepresst wird unser Mohn aus Österreich zu My Poppies Mohnöl, das jedes Gericht verfeinert und jeden Gaumen erfreut. Regionalität, die man schmeckt. Tipp, passt wunderbar zu Salat. Okay, vor Wärme und Licht geschützt lagern. Also am besten jetzt nicht unbedingt oben auf die Dunstabzugshaube packen. Und ja, da bin ich gespannt drauf. 100 Milliliter haben wir hier drin. Und wir mögen gerne so, ne, jetzt, wenn es Richtung Frühling geht und grillen, dann kommt auch mal ein bisschen grüner Salat und so zum Essen mit dazu. Das wird auf jeden Fall verwendet und ich habe viele Sorten von Öl probiert, aber noch kein Mohnöl. Und das ist eine interessante Geschichte jetzt so, wenn man beauty.at so sieht, aber es ist ja auch schön, wenn man sich schöne Nahrungsmittel zuführt und dementsprechend auch von innen schön ist. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das war jetzt tatsächlich auch die beauty.at-Box, die sich meiner Meinung nach mal wieder richtig gelohnt hat. Und die Sonne macht mir gerade einen kleinen Strich durch die Rechnung. Die möchte nicht mehr, dass man mich sieht. Ich setze mich einfach mal hier hinten hin, dann kann die Kamera sich so ein bisschen... Och,
blöd, ne? Ja, blöd. Naja, auf jeden Fall war das jetzt die Beauty.at-Box, die wirklich coole Sachen wieder drin hatte. Ich finde es immer interessant, sich so ein bisschen durch diese unterschiedlichen Boxen durchstöbern zu können, unterschiedliche Marken entdecken zu können. Auch hier diese High-End-Brands finde ich total geil, dass man das mit drin enthalten hat. Auch die Fülle der Produkte. Und dann tut es auch gar nicht so weh, wenn man halt die fast 40 Euro für die Box fast 50 Euro für die Box ausgegeben hat. Weil da doch irgendwie sehr interessante Produkte sind, oder? Schreibt mir mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, das war's jetzt hier von mir und der Beauty.at-Box. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beauty-Abo-Rampampam-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!